Hallo Freunde. Kleines Kätzchen, das leblos im Käfig des Zoogeschäfts lag, hätte leicht für ein bereits gestorbenes Kätzchen gehalten werden können, so schlecht sah es aus. Das Aussehen des kaum atmenden Kätzchens schockierte einen der Ladenbesucher so sehr, dass er ohne zu zögern beschloss, dieses arme Mädchen zu kaufen. Das Alter des Kätzchens wurde vom Tierarzt festgestellt, zu dem es direkt nach dem Kauf gebracht wurde. Es stellte sich heraus, dass dieses leichte, kaum gewichtige Kätzchen nicht älter als einen Monat war. Es dauerte eine Weile, bis sie sich an ihr neues Zuhause gewöhnte und keine Angst mehr vor ihrer Umgebung hatte. Nach und nach begann sie nachts mit den Besitzern im Bett einzuschlafen. Sie bekam sogar ein Lieblingsspielzeug, einen weichen Hasen, von dem sie sich fast nie trennte. Es stellte sich heraus, dass diese schneeweiße Schönheit nicht das einzige Haustier im Haus war. Außer dem Winzling lebte hier schon lange eine große Katze, die ihr Territorium mit niemandem teilen wollte. Aber mit der Zeit nahm das Kleine zu und wurde immer schöner. Der große Bruder akzeptierte sie endlich, und ihre Freundschaft und Liebe wurden gegenseitig. Jetzt sind die gerettete Katze und das Kätzchen fast unzertrennlich. Tiere blühen immer auf und erfreuen das Auge wie Blumen, wenn man sich gut um sie kümmert. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.